Jo, hallo, grüß euch, meine lieben Freunde. Jo, wie schon angekündigt bei meinem letzten Video, wo ich das mit dem Jesus Christus Zertifikat gemacht habe, habe ich ja die Anspielung gemacht, dass ich diesen Film, diese Doku einspiele, die von Aquarius, The Age of Evil. Und das ist ganz, ganz wichtig, ganz zentral, unbedingt diesen ganzen Film, diese Doku anzusehen. Ich werde sie in mehrere Teilen aufsplittern. Ich hoffe, dass das Ganze nicht zensiert wird, wie auch immer. Aber das gibt so viel Aufschluss über das Ganze. Das bringt eigentlich alles auf den Punkt und unbedingt ansehen, denn viele, die da immer noch. Ja, man bekommt da immer wieder so Anfeindungen, wie auch immer. Das sind immer diese, ja, wie soll ich sagen, ja, da soll man dann immer sich rechtfertigen, weil es eben den einen oder anderen nicht in den Kram hineinpasst. Doch ich würde sagen, einfach einmal, ja, diese Doku anschauen und dann weitere Schlüsse ziehen. Und mich würde es einfach interessieren, was ihr von dieser Doku haltet, inwieweit, man muss sich vorstellen, das war im Jahr 2006 und da sind wirklich tatsächlich viele Sachen, die jetzt schon eingetroffen sind. Und ja, vielleicht mache ich mal eine Zusammenfassung über diese Doku, aber jetzt will ich dir mal im Gesamten auf mehrere Teile euch hineinstellen und ja, wenn ihr Zeit habt, schaut euch diese an, nehmt euch wirklich Zeit und verinnerlicht das Ganze, lasst es richtig einmal wirken und ja, dann werdet ihr wahrscheinlich anders zum Denken anfangen. Also dann viel Spaß mit der Doku. Die Gründung der New Age-Bewegung kann bis in das 19. Jahrhundert der Theosophie zurückgeführt werden. Dies ist die Gruppe, die größtenteils den Glauben, dass wir uns auf dem Weg aus dem Fischezeitalter hinein in das astrologische Wassermann-Zeitalter befinden, bekannt machte, welches ein Zeitalter der Einigung der Menschheit sein soll, ein Zeitalter der Erleuchtung, ein spirituelles Zeitalter des Bewusstseins sozusagen. Es ist ganz klar, ja, es wird eine einheitlich weltpolitisch-ökonomische Religion geben. Und das ist es, was all die Globalisten, die Elite, die hochrangigen Okkultisten, die hochrangigen neue Weltordnungsleute, das ist es, was sie wollen. Und das ist es, was die Bibel ebenfalls sehr klar vorhersagt. Und dies ist anscheinend das, auf das wir uns zubewegen. Der Freimaurer und Weltregierungsverfechter Zbigniew Brzezinski sagte in seinem Werk Zwischen zwei Zeitaltern, die technotronische Epoche bringt ein schrittweises Aufkommen einer stärker kontrollierten Gesellschaft mit sich. Solch eine Gesellschaft würde von einer Elite beherrscht werden, unbeschränkt von traditionellen Werten. Bald wird es möglich sein, die nahezu ständige Überwachung jedes Bürgers durchzusetzen und komplette Daten auf dem neuesten Stand zu halten, die selbst die persönlichsten Informationen des Bürgers enthalten. Diese zugegebene neue Weltordnungsagenda zur Schaffung einer Weltregierung, die über die Menschheit herrscht, ist nicht nur politisch, sondern ebenso spirituell und basiert auf dem, was als New Age bekannt ist. Dies kann mit unwiderlegbarer Dokumentation nachgewiesen werden. Viele der Christen, die diese Art der Arbeit machten, wurden zum Schweigen gebracht. Also habe ich mich über die Grenzen hinaus auf den Weg gemacht, um mit den paar Forschenden, die noch übrig sind, zu sprechen. Es sind nicht viele Forschende übrig, die nicht von dem New Age getäuscht wurden. Mit diesen Leuten zu sprechen, half sogar meinen Standpunkt weiter zu bestärken. Die neue Weltordnung existiert. Die Elite besteht aus Okkultisten, die an New Age-Lehren festhalten, und sie sind verantwortlich für das in Verruf bringen des Christentums, Jesus Christus und den christlichen Neue Weltordnungsforschenden. Es gibt eine umfangreiche Menge an Daten, die ich auf meiner Untersuchung dieses Themas erhalten habe. Aber nachdem du diese Produktion gesehen hast, glaube mir nicht. Glaube nicht ein Wort von dem, was ich sage. Mach deine eigene unabhängige Untersuchung und prüfe es für dich selbst. Allein das Wort Geheimhaltung ist nicht annehmbar in einer offenen und freien Gesellschaft. Und wir als Volk sind, von Natur aus und geschichtlich gesehen, Gegner von geheimen Bünden, geheimen Eiden und geheimen Entscheidungen. Wir werden weltweit angegriffen von einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung.
So sehen Sie das. Hier ist Ihre Metapher. Adam und Eva waren gefangen im Garten Eden. Von einem unfairen, grausamen und bösen Gott. Bis Lucifer seinen Agenten Satan gesandt hatte, befreie die Menschheit aus diesem Garten, indem ich ihm die Gabe des Wissens gebe. Durch die Anwendung des Wissens wird die Menschheit die Erde erobern, wird die Natur erobern und selbst zu Göttern werden. Gelehrt von jedem Freimaurertempel in diesem Land, jede geheime Bruderschaft, jede geheime Gesellschaft, jeder mystische Tempel, jede okkultistische Organisation lehrt die luziferischen Philosophien. Um die neue Weltordnung und das New Age-Weltbild verstehen zu können, müssen wir in der Geschichte zurückgehen und deren Ursprünge untersuchen. Doch zuerst müssen wir einige Begriffe erläutern. Bei New Age spreche ich von einer Weltanschauung mit vielen Facetten und Bestandteilen, wie astrologische, zum Tierkreis gehörende Glaubensvorstellungen innerhalb des New Age-Konzepts, Channeling höherer Mächte, um Wissen zu erlangen, Meditation, der Glaube, alles sei eins, oder Formen von Monismus, der Glaube, dass wir gottgleich werden können, Esoterik oder anders ausgedrückt die Interpretation von altertümlichen Texten, um versteckte Bedeutungen zu finden und vereinigen aller Religionen zu einer, der Glaube, dass wir ein Einweltsystem für das kommende Wassermann-Zeitalter benötigen. Bei Neue Weltordnung spreche ich von einer politischen Agenda, um ein Eine-Weltsystem zu errichten. Eine Weltregierung, eine Weltwirtschaft, Vereinigung der Menschheit zu einem Organismus, Kontrolle über die Menschheit und Unterdrückung der Massen. Doch heute haben die größten Länder der Welt einem globalen Plan zur Korrektur und Umgestaltung zugestimmt. Ich denke, eine neue Weltordnung ist dabei zu entstehen und mit ihr die Grundsteine eines neuen und fortschrittlichen Zeitalters der internationalen Zusammenarbeit. Um zu verstehen, was heutzutage in Bezug auf die neue Weltordnung und die New Age-Bewegung vor sich geht, müssen wir auf die aus dem 19. Jahrhundert stammende Organisation namens Theosophische Gesellschaft zurückgehen. Diese Organisation im Speziellen mit anderen ist größtenteils verantwortlich für die moderne New Age-Bewegung und die politische Lehre, bekannt als Neue Weltordnung. Die Gründerin dieser Organisation war eine Frau namens Helena Petrovna Blavatsky. Geboren am 12. August 1831, war Helena Blavatsky schon in frühen Jahren ihres Lebens interessiert am Übernatürlichen und der Mythologie. Von 1848 bis 1858 bereiste Blavatsky die Welt, um ein Verständnis für die religiösen Traditionen der Welt zu erlangen. Sie behauptete in dieser Zeit nach Südamerika, Ägypten, Kanada, Frankreich, Griechenland, Mexiko, Tibet, Indien, Deutschland und England gereist zu sein. Man sagt, sie lernte während dieser Reise viele Mysterien, geheimes und okkultes Wissen aus jedem Teil des Lebens. Mit all den neuen esoterischen Informationen in ihrem Kopf ging sie 1873 nach New York. Dann 1875 formierte sie eine okkulte Organisation namens Theosophische Gesellschaft. Sie gründete diese Gesellschaft mit zwei Männern, Colonel Henry Steele Olcott und William Juan Judge. Laut Olcott hatte die Theosophie 1885 bereits tausende von Anhängern und Verzweigungen überall auf der Welt. Nach New York gründeten Blavatsky und Olcott den theosophischen Hauptsitz in Indien. Die Mitgliederliste wuchs mit der Zeit in zunehmendem Maße. Blavatskys Einfluss kam von ihren Schriften. Ihr erstes Buch trug den Titel Isis Entschleiert, veröffentlicht im Jahre 1877. Sie startete 1887 ein Magazin namens Lucifer Magazin. Ihr Regelwerk, die geheime Lehre, wurde dann 1888 veröffentlicht. Dann schrieb sie Der Schlüssel zur Theosophie und Die Stimme der Stille. Diese Werke sind nun berühmt und in diesen Schriften sind die Lehren enthalten, die halfen, die New Age-Bewegung zu dem zu machen, was es heute ist. Es wird gesagt, dass ein Teil von Blavatskys Buch, die geheime Lehre, ihr von einem aufgestiegenen Meister oder höher entwickelten Wesen namens Kuthumi übermittelt wurde, der zu ihr sprach: Der Glaube an alte Meister, die mit der Menschheit kommunizieren, ist ausschlaggebend, wenn man das New Age studiert.
Wir werden später einen Blick auf die Lehre werfen. Das Zeitalterkonzept, das besagt, die Menschheit verlässt das Fischezeitalter und betritt das goldene Zeitalter oder Wassermann-Zeitalter, wurde durch Blavatsky bekannt gemacht. Sie lehrte, Theosophisten jeden Ranges, einige von ihnen, die die versteckte Bedeutung der erwarteten Avatare, Messiasen, Sochiosis und Christusse verstanden und wussten, dass es nicht das Ende der Welt ist, sondern die Vollendung des Zeitalters, zum Beispiel der Schluss eines Kreislaufs, der jetzt fast bevorsteht. Wieder der messianische Kreislauf des Mannes, der mit den Fischen verbunden wird. Es ist ein Kreislauf, historisch und nicht sehr lang, aber sehr okkultistisch, mit der Dauer von 2155 Sonnenjahren. Es kam 2410 und 255 vor Christus vor oder zur Tag- und Nachtgleiche in das Sternzeichen des Steinbocks und wieder in das der Fische. Wenn es in ein paar Jahren in das Zeichen des Wassermanns eintritt, werden Psychologen extra Arbeit zu tun haben. Die psychischen Veranlagungen der Menschheit werden eine großartige Veränderung verzeichnen. Diese Theosophen lehren, dass Jesus schlicht eine Repräsentation des Fischezeitalters darstellt und dass er ein Eingeweihter der Mystery Schools oder Kulte der spirituellen Lehrer und Meister war. Sie lehren den Leuten, dass das neue Zeitalter des Wassermanns die Art von Utopie sein wird, in dem sich die Menschheit zu einem Eine-Welt-System vereinigt. Und das Verlassen des Jesus-Zeitalters und Eintreten in ein Zeitalter des neuen Weltlehrers. Sie sagen, jedes Zeitalter wird begleitet von einem großartigen Weltlehrer, wie Buddha, Jesus und so weiter. Also in den Eintritt des Wassermann-Zeitalters, sagen sie, wird ein neuer Weltlehrer die Menschheit hineinführen. Blavatsky war jedoch abgeneigt, diese theosophischen Glaubensvorstellungen mit Politik zu vereinigen. Trotz alledem verfechtete sie stets Monismus und eine Eine-Weltbruderschaft oder die Vereinigung der Menschheit. In Blavatskys Buch Der Schlüssel zur Theosophie listet sie drei Hauptziele der Theosophie auf. Universelle Bruderschaft der Menschheit ohne Rassenunterschiede, Farbe oder Überzeugung, um das Studium der Weltreligionen voranzutreiben, um die verborgenen Geheimnisse der Natur zu erforschen. Mit der Zeit wurde die Theosophie sehr populär. Viele prominente Personen aus der ganzen Welt traten der Theosophischen Gesellschaft bei und viele bekannte Lehren der heutigen New Age-Bewegung wurden von ihnen geformt und geprägt. Theosophie ist die erste führende New Age-Gruppe und sie sind größtenteils verantwortlich für viele der modernen New Age-Glaubensvorstellungen, eingeschlossen der Glaube, dass Jesus den Sonnengott repräsentiert. Nachdem ich mich tief mit dem Okkulten und der Esoterik beschäftigt habe, bin ich zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Zeitgeistbewegung und die Zeitgeistfilme auf Theosophie, Freimaurerei und dem New Age basieren. Für die, die damit nicht vertraut sind, im Jahre 2007 veröffentlichte ein Mann namens Peter Joseph einen Film mit dem Namen Zeitgeist. Dieser Film erreichte Millionen von Zuschauerzahlen im Internet und wurde sehr populär. Dann erschien 2008 Zeitgeist Addendum, die Fortsetzung. Von da an gründete Peter Joseph die Zeitgeistbewegung. Ob Zeitgeist nun ein Film war, der von Peter Joseph beabsichtigt war, oder wer auch immer dahinter steckt, dass er so endet, ich weiß es nicht. Aber ich kann sagen, dass die Botschaft, die von Zeitgeist ausgedrückt wird, ohne Zweifel klarste Darstellung der Mystery-Ideologie ist. Und es ist auf eine solche Art gemacht, es ist die Weise, die ich als Mystery Schools für Anfänger bezeichne. Es ist ein Weg, um Leute, die normalerweise keinen Fuß in eine der vielen Geheimgesellschaften setzen würde, es ist ein Weg, um sie zu indoktrinieren und sie in derselben Elite-Denkweise glauben zu lassen, ohne dass sie eine der jeweiligen Einweihungen durchlaufen müssen. Es ist ebenfalls mit einer Idee von Stolz verbunden. Das ist, was die Leute glauben. Das, was sie glauben, ist nur für ein paar Auserwählte und diese Art hat ihre Weise, sie mit ihnen zu verbinden. Und dieses »Niemand glaubt, was ich glaube« und so ist die Art von Elite-Denkweise, die dadurch ebenfalls entsteht. Der erste Zeitgeist-Film war in drei Abschnitte unterteilt. Der zweite Abschnitt befasste sich damit, dass 9/11 ein Inside-Job war. Der dritte Abschnitt handelte von der Korruption der Federal Reserve. Ich habe kein wirkliches Problem mit den letzten zwei Abschnitten, aber seit der Veröffentlichung des ersten Zeitgeist-Films hat sich der Macher Peter Joseph persönlich vom 9/11-Thema komplett distanziert.
Da stellt sich mir die Frage, ob der einzige Grund dafür, dass er über 9-11 im ersten Film gesprochen hat, der war, um die 9-11-Wahrheitsbewegung an Bord seiner Agenda zu bekommen. Der erste Abschnitt des Films ist es, mit dem ich ein Problem habe. Enthalten in diesem Abschnitt ist das moderne Glaubenssystem der New Age-Bewegung, der Theosophischen Gesellschaft und der Freimaurerei. Mit Zeitgeist ist es, du weißt, Satan ist gut in dem, was er tut im Endeffekt. Und das Erste, was sie machen ist, sie kommen direkt raus, im ersten Abschnitt. Ich denke, die ersten 38 Minuten haben sie es nur auf Jesus Christus abgesehen, sein göttliches Wesen. Im Grunde ist das, was sie versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass Jesus Christus nur eine Imitation von Horus, sowie den vielen anderen paganistischen Gottheiten ist. Und sie versuchen, all diese Parallelen und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Diese Parallelen und Gemeinsamkeiten wurden alle von Bibelgelehrten und dergleichen widerlegt. Ich glaube, es gibt sogar eine Herausforderung im Internet, die Zeitgeist-Herausforderung. Es ist das, wo sie die Geld anbieten, wenn sie wirklich... Sie wurden also entlarvt. Ich bin fertig. Oh Mann, ich weiß nicht, wie viele Vorträge, um beide zu entlarven. Beide Filme. Aber wenn es sich jemand zum ersten Mal ansieht und den Unterschied nicht kennt, oh hey, es klingt überzeugend und es klingt so oder so. Aber was sie taten, war, das Wort Gottes im Ansehen zu schaden, dem göttlichen Wesen des Jesus Christus. Als die Theosophie wuchs, brachte es einflussreiche Figuren wie Annie Wood Besant hervor, geboren am 1. Oktober 1847. Sie war eine Marxistin und Sozialistin. Besant neigte so sehr zum Sozialismus, dass sie ihn in öffentlichen Diskussionen verteidigte. Eine dieser Diskussionen wurde zwischen ihr und einem Mann namens G.W. Foote geführt, einem Säkularisten, der Republikanismus unterstützte. Die Diskussion fand in der Hall of Science am 2., 9., 16. und 23. Februar 1887 statt. Eine 4-Nächte-Diskussionsserie. Der Titel der Diskussion war »Ist Sozialismus in Ordnung?« Angelique Richardson und Chris Willis von der Londoner Universität, Abteilung für Englischstudien, vermerkten, als sie Besants Weltansicht erläuterten, die sozialistische Feministin Annie Besant schloss sich 1880 dem marxistisch gegründeten sozialdemokratischen Bündnis an. Annie Besant traf die Gründerin der Theosophie, Helena Blavatsky, 1890, und sie las recht schnell Blavatskys Werke. Besant beschrieb ihre erste Bekanntschaft mit Blavatsky. Sie schrieb, ich stand mit meiner Hand in ihrem festen Griff und sah zum ersten Mal in diesem Leben direkt in die Augen von HPB. Wir standen auf, um zu gehen, und für einen Moment hob sich der Schleier, und zwei geistreiche, durchdringende Augen trafen meine, mit einem sehnsuchtsvollen Schlag in der Stimme. Oh, meine liebe Mrs. Besant, wenn Sie doch nur mit uns kommen würden. Ich sagte banal freundlich auf Wiedersehen und drehte mich um, mit einer albernen, höflichen und ausweichenden Bemerkung. Kind, sagte sie danach zu mir, dein Stolz ist furchtbar. Du bist stolz wie Lucifer persönlich. Besant wollte sich an der Geheimgesellschaft bekannt als Freimaurerei beteiligen. 1902 gründete sie den Internationalen Orden der Vereinten Freimaurerei und baute Logen mit theosophischen Untermauerungen auf der ganzen Welt auf. Theosophie, Freimaurerei und Marxismus sind alle mit der New Age-Bewegung verbunden. Besant wurde 1908 Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft. Wenn ich Ihnen nun die Geschichte und das Grundgerüst der Ursprünge der modernen New World Order Ideologie und der New Age Bewegung aufzeige, ist es wichtig, auf die Rolle der Freimaurerei zu achten. Wie ich bereits angemerkt habe, stehen die Theosophie und die Freimaurerei seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in Verbindung. Tatsächlich erhielt Helena Blavatsky den Grad eines Lehrlingsgesellen, einer perfekten Meisterin und einer erhabenen, auserwählten schottischen Lady vom Einführungsritus. Sie erhielt diese Titel von den Freimaurern des 33. Grades, John Yorker, M. Kaspari und A.D. Lonestark. Hier ist ein Nachdruck des Zertifikats, das Blavatsky erhielt. Es gibt viele verschiedene Meinungen zu den Ursprüngen der Freimaurerei. Ich werde die vorstellen, die, wie ich finde, die meist belegte und dokumentierte ist. Die moderne, auf Vermutungen beruhende Freimaurerei war bis zur Gründung der Großloge 1717 in London nicht offiziell eingeführt. Davor gab es Maurerlogen im späten 16. Jahrhundert. Zuerst hatte man die tätige Maurerei mit denen, die mit Stein arbeiteten, die Teil einer Steinmetzgilde waren, die Kathedralen und Gebäude im Mittelalter baute.
Um das späte 17. Jahrhundert begannen diese tätigen Maurer, Leute in ihrer Zunft zu akzeptieren, die keine Steinbauer waren. Bald war Maurerei nicht nur auf Steinbauer begrenzt. Sie entwickelten sich später in die moderne, auf Vermutungen beruhende Freimaurerei, die geheime Handschläge, Codes, Symbolik, Mythologie und Legenden mit einschließt. Die erste Aufzeichnung des Wortes Freimaurerei ist im Kalender der Corona-Schriftrollen aus der Stadt London. Es ist datiert von 1300 bis 1378, geschrieben von Reginald Sharp und im Jahre 1913 veröffentlicht. Erläuternd zu den Ursprüngen der Freimaurerei bemerkte Harry Carr: Es entwickelte sich in Großbritannien aus dem Baugewerbe und Orden, deren Verlauf auf bis zu 600 Jahre in England zurückgeht. Ich beharre darauf, dass unsere heutige, auf Vermutung beruhende Freimaurerei direkt von den tätigen Maurerei abstammt, deren Anfänge wir bis zu den ersten Aufzeichnungen von Organisationen unter den Maurern im Jahre 1356 zurückverfolgen können. Weit zurück im Jahre 1917, als die moderne Freimaurerei bereits 200 Jahre alt war, erkannten Leute die Verbindung, die Freimaurerei und Theosophie hatten. In seinem Werk von 1917, Heresies Exposed, bemerkte W. Host: Freimaurerei, dogmatisch betrachtet, ist Theosophie. In Bezug auf die zuvor erwähnten Zeitgeistfilme und der Zeitgeistbewegung werde ich aufzeigen, dass nach sorgfältiger Studie dieser Lehren der Theosophie und Freimaurerei es sehr deutlich wird, dass dieser Film sowie die Bewegung, die so viele Wahrheitssuchende fesselt, nichts weiter als die Externalisierung der Theosophie, Freimaurerei und des New Age in der Öffentlichkeit ist. Dies ist wichtig, denn wenn sich herausstellt, dass Zeitgeist Menschen zu theosophischen und freimaurerischen Ideologien führt, und statt gegen die neue Weltordnung eine Weltregierungsagenda zu stehen, wie es die Anti-NWO-Bewegung vorgibt zu tun, vereinigen sich Wahrheitssuchende mit Ideologien und Organisationen, die mit der neuen Weltordnung in Verbindung stehen. Dies ist, was ich aufzeigen werde. Ich werde nun diese Behauptungen belegen, nachdem ich die Grundlage der Theosophie und der Freimaurerei aufgezeigt habe. Theosophen und Freimaurer lernen als Teil ihrer esoterischen Lehre, dass Jesus der Sonnengott war, die Sonne am Himmel, und dass er auf dem Fischezeitalter basiert, innerhalb des Tierkreises. Die marxistische Theosophin Besant lehrte ihren Studenten: Dann ging die Sonne zurück in Fische, zu der Zeit, als Jesus Christus geboren wurde. Der Fische-Einfluss wird aufgezeigt durch Heilungen, bei denen in Wasserteichen getreten wird. Christus hat als erster Apostel Fische ausgesucht. In gleicher Weise lehrte die Gründerin der Theosophie Helena Blavatsky: Ichthus, ein Fisch. Einige von seinen Aposteln waren Fischer. Fischsternzeichen, eine übliche Form für den Fisch. Der berüchtigte Freimaurer Manly Palmer Hall lehrte: Während dem Fischezeitalter war der Fisch das Symbol für Göttlichkeit, und der Sonnengott machte daraus zwei kleine Fische. In einem anderen Zusammenhang untermauert Blavatsky den theosophischen Glauben an Jesus: Für die Erlösung der Welt, dies war die Sonne, berauft von seinen goldenen Strahlen und gekrönt mit schwarzen, symbolisierend für den Verlust, als Dornen. Jesus und Apollonios von Tyana waren beide Versinnbildlichungen der Geschichte der Sonne. Diese Lehren sind heilig für Theosophen und Freimaurer. Der erste Teil des Films Zeitgeist veräußerlicht die gleichen theosophischen und freimaurerischen Überzeugungen, Minderheitsansichten, die Historiker und Gelehrte ablehnen. Zeitgeist wiederholt: Jesus ist die Sonne Gottes. Jesus ist die Figur, die aus dem Zeitalter des Widders in das Fischezeitalter führt. Wenn man diese Parallelen betrachtet, könnte man auch meinen, dass Peter Joseph, der Macher von Zeitgeist, unwissend war, dass er den Leuten theosophische und freimaurerische Ideologien lehrt. Jedoch verbreitet Zeitgeist nicht nur diese theosophischen und freimaurerischen Lehren, sondern assoziiert sich mit prominenten Theosophen, Freimaurern, New Agern und Okkultisten im Transkript des Films, was Fragen aufwirft, in welcher Verbindung er mit diesen Gruppen steht. Zeitgeist hat alle Quellen des Films in einem Online-Transkript gelistet. Helena Blavatsky, die Gründerin der Theosophie, der Freimaurer Albert Churchward, New Agerin Acharya S., der New Ager Okkultist und Theosophie-Verfechter Jordan Maxwell, der Druide Gerald Massey, Edward Carpenter, der Sozialist und Vertrauter der Theosophin, Freimaurerin und Marxistin Annie Besant, der Freimaurer Manly P. Hall,
und der Droide Godfrey Higgins, der in Verbindung zu Blavatsky stand. Die Tatsache, dass Zeitgeist sich mit diesen prominenten Freimaurern, Theosophen, New Agern und Okkultisten assoziiert, zeigt uns, warum die Wahrheitsbewegung sie meiden sollte. Es ist wohl bekannt, dass diese esoterischen Organisationen öffentlich verkündet haben, dass sie die Öffentlichkeit indoktrinieren wollen, mit ihren esoterischen religiösen Ideen und ihren Ansichten der Menschheit externalisieren wollen, mit einer eventuell resultierenden neuen Weltordnung für das Wassermann-Zeitalter, welches sie erwarten. Lass mich diese Aussagen beweisen. Als die Theosophie weiter wuchs, trat eine weitere prominente Frau in Erscheinung, mit dem Namen Alice Bailey, geboren am 6. Juni 1880. Sie ist eine der einflussreichsten Theosophen und sie hat die New Age überzeugt, dass die Menschen eine Weltregierung und eine Weltreligion gründen sollten für das Wassermann-Zeitalter. Um dieses System zu etablieren, erachtete sie es als notwendig, der Menschheit diese Religion zu lehren, basierend auf Theosophie und Freimaurerei. Dieselben Lehren, die nun von Zeitgeist verbreitet werden. Über einen spirituellen Kampf zwischen Esoterikern und Menschen, die sich dem New Age verweigern, sagte sie Folgendes. Es wird überwiegend mit mentalen Waffen bekämpft und in der Welt der Gedanken. Es wird auch das emotionale Reich umfassen, vom Standpunkt von idealistischem Fanatismus. Dieser angeborene Fanatismus wird gegen das Erscheinen der kommenden Weltreligion und die Verbreitung der Esoterik kämpfen. Man darf nicht vergessen, dass nur die Seelen, die auf dem Pfad der Bewährung oder dem Pfad der Jüngerschaft sind, den Kern der kommenden Weltreligion bilden. Es besteht kein Zweifel, dass die Arbeit, die verrichtet werden muss, die Öffentlichkeit mit der Natur der Mysterien vertraut zu machen, zu dieser Zeit von höchster Bedeutung ist. Wenn der eine kommt mit seinen Jüngern und Eingeweihten, werden wir die Wiederherstellung der Mysterien und deren exoterischen Präsentation als Konsequenz der ersten Einweihung haben. Alice Bailey schrieb auch, dass die Freimaurerei dazu da sei, um fortgeschrittene Okkultisten hervorzubringen und im Einklang mit der Theosophie sei. Die Freimaurerbewegung getrennt von Politik und sozialem Ablauf und von seinem derzeitigen lähmenden Zustand der Trägheit wird von denen abhängig sein, welche die ausübende Kraft repräsentieren. Es ist der Gesetzeshüter, die Heimat der Mysterien und der Sitz der Einweihung. Es hält in seinem Symbolismus das Ritual der Gottheit und der Weg der Erlösung ist bildhaft erhalten in seinen Werken. Die Handlungen des göttlichen Wesens werden in seinen Tempeln dargestellt und unter dem allsehenden Auge können die Werke fortgeführt werden. Es ist eine weitaus geheimere Organisation, als wahrgenommen werden kann und ist dafür bestimmt, eine Ausbildungsstätte für kommende fortgeschrittene Okkultisten zu sein. Die Hauptquelle von Zeitgeist ist der Scharia S. Sie verteidigt ein Eine-Welt-System gemäß dem Wassermann-Zeitalter. Dies ist sehr interessant, da die Hauptquelle, die darauf zurückführt, die Theosophin Alice Bailey ist. Man kann es genauer gesagt auf ein Buch zurückführen, namens Die Externalisierung der Hierarchie, welches diese Sache ausgiebig verteidigt und es auf den ersten Seiten des Buches offen zugibt. In seinem Buch The Arcana of Freemasonry machte Freimaurer Albert Churchward folgendes Eingeständnis. Kann die Vereinigung der Welt von Freimaurern vollbracht werden? Ja, und zwar nur von Freimaurern. Es gibt eine weit verbreitete Fehlannahme über die Freimaurerei, und das ist, dass viele Leute glauben, es sei lediglich eine freundliche Bruderschaft, in der sich Menschen treffen und Kontakte knüpfen. Dies ist teilweise wahr, aber es gibt Teile der Freimaurerei, die nicht so harmlos sind. Die Freimaurergesellschaft wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch eine Organisation namens der Orden der Illuminati unterwandert. Es gibt viele erfundene Informationen über die Illuminati, aber wenn man alle diese Daten sieht, dann bleiben sehr wichtige Informationen übrig. Alle Historiker werden einräumen müssen, dass die Illuminati mit Sicherheit in Bayern existiert haben und dass sie 1776 von einem Mann namens Adam Weishaupt gegründet wurden. Diese Organisation war eine Art revolutionäre Organisation in Bezug auf politische und gesellschaftliche Reformen. Der Orden wuchs und wurde sehr bekannt. Dann wurde er verboten durch den patriotischen Führer Bayerns, der Kurfürst Karl Theodor. Er stellte drei Erlasse gegen die Illuminaten aus, den 3. 1787.
Illuminatenschriften wurden gefunden nach Razzien auf Schlössern und bei Festnahmen von Mitgliedern. Diese Schriften wurden dann übersetzt in diesem Zeitraum aus dem Altdeutsch von zwei Männern namens Abbe Borel und John Robison. Diese Schriften wurden veröffentlicht in ihren Werken Proofs of a Conspiracy und Memoirs Illustrating the History of Jacobinism. Diese Schriften offenbarten, dass die Illuminaten ein von ihnen regiertes Eine-Welt-System gründen wollten, den Umsturz von Religion und die Unterwanderung der Freimaurerei, um ihre Ziele unter anderem Namen und Beschäftigung zu erreichen. Der Gründer des Ordens, Adam Weishaupt, schrieb: Begreift ihr ausreichend, was es bedeutet, zu herrschen in einer Geheimgesellschaft? Nicht nur über die mehr oder weniger Wichtigen des Pöbels, sondern über die besten Männer, Männer jeden Ranges, jeder Nation und jeder Religion. Zu herrschen ohne fremde Macht, sie unlösbar zu vereinigen, einen Geist und eine Seele in sie zu hauchen, Männer auf der ganzen Welt verteilt. Der erfolgreiche freimaurerische Autor und Historiker Albert Mackey berichtet: Um dem Orden mehr Einfluss zu verleihen, verband Weishaupt ihn mit der Freimaurerei, nach dessen System der Grade, der esoterischen Weisungen und der geheimen Methodik der Anerkennung es aufgebaut war. Der Orden war anfangs sehr populär und hatte nicht weniger als 2000 Namen auf seiner Liste. Unter ihnen waren einige der angesehensten Männer Deutschlands. Er dehnte sich rapide in andere Länder aus und dessen Logen waren in Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn und in Italien anzufinden. Das originale Prinzip des Illuminismus war außer Frage die Erhöhung der menschlichen Rasse. Aber es kann nicht bestritten werden, dass im Laufe der Zeit Missstände sich eingeschlichen haben in der Institution und dass der Einfluss von unwürdigen Männern das System verdorben hat. So verschmolzen mit der Freimaurerei im 18. Jahrhundert war es eine Lehre von Elitedenken, Globalisierung und dem Umsturz von Religion, namentlich dem Christentum. Die Frage ist, haben die Illuminaten aufgehört zu existieren, nachdem sie in Bayern verboten wurden, oder gab es sie weiterhin? Gemäß Historikern wie Mackey und weiteren haben die Illuminati in ganz Europa Freimaurerlogen unterwandert, bevor sie durch die bayerische Regierung verfolgt wurden. Wenn man dies beachtet, wie konnte die bayerische Regierung diesen Orden aufhalten, wenn er schon in ganz Europa existierte? Die Antwort ist, sie konnten nicht. Die Illuminati waren zu groß, da sie fortfuhren unter der Freimaurerei. Der französische Historiker Henri Martin berichtet, Weishaupt schlug als das Ziel des Illuminismus die Abschaffung des Eigentums, der sozialen Autorität, der Nationalität und die Rückkehr der Menschheit zu einem zufriedenen Zustand vor, in welcher sie eine einzige Familie bildet, ohne künstliche Bedürfnisse, ohne nutzlose Wissenschaft und in der jeder Vater ein Priester und Richter ist. Präsident George Washington selbst war überzeugt, dass die Illuminaten auch nach 1785 noch existierten, als sie in Bayern bereits verboten wurden. In einem Briefwechsel mit einem Geistlichen namens G.W. Snyder äußerte er seine Bedenken gegenüber den Illuminaten. Dies geschah 13 Jahre, nachdem die Illuminaten in Bayern verboten wurden. George Washington erklärte: Ich habe viel von den schändlichen und gefährlichen Plänen und Lehren der Illuminati gehört. Es war nicht meine Absicht, in Frage zu stellen, dass die Lehren der Illuminati und die Grundlagen des Jakobinertums sich in den USA verbreitet haben. Im Gegenteil, niemand ist von dieser Tatsache mehr überzeugt als ich. Den Gedanken, den ich übermitteln wollte, war, dass ich nicht glaube, dass die Freimaurerlogen in diesem Land als Gesellschaft sich in erster Linie bemüht hatten, die teuflischen Grundsätze zu propagieren oder zuletzt bösartige Lehren, falls sie anfällig für Spaltungen sind. Vielleicht haben einzelne Personen es getan oder deren Gründer oder Mittel in diese Richtung wurden benutzt, um die demokratische Gesellschaft in den Vereinigten Staaten zu gründen, welche eine Spaltung vom Volk und ihrer Regierung im Blick hatten. Dies ist zu offenkundig, um in Frage gestellt zu werden. Von Präsident Washington lernen wir, dass er glaubte, dass die Illuminati schändlich und gefährlich sind. Er hatte wenig Zweifel, dass die Illuminati sich 1798 in den USA ausbreiteten. Er war sich absolut sicher bei dieser Tatsache. Er glaubte, dass es zu früh wäre, dass ganze Freimaurerlogen die Illuminatenziele anstrebten, aber dass Einzelne in den Logen dies sicherlich taten. Er glaubte, dass der Gründer oder Mittel benutzt wurden, um die demokratische Gesellschaft in den USA zu gründen und dass sie die Spaltung vom Volk und ihrer Regierung im Blick hatten. Laut Washington waren diese Dinge zu offenkundig, um in Frage gestellt zu werden. Im selben Jahr sprach sich der Präsident der Yale-Universität, Timothy Dwight IV., gegen die Illuminati aus. Das Großartige und Gute endet, geplant von den Illuminati. Die ultimativen Dinge ihrer Vereinigung sind das Überwinden der Religion, Regierung und der zivilen menschlichen Gesellschaft und Familie.
Joseph Willett, der Präsident der Harvard-Universität, sagte in seiner Rede in New Hampshire: Es gibt genügend Beweise, dass eine Anzahl von Gesellschaften der Illuminati sich in diesem Land des Evangeliums und der Bürgerrechte etabliert haben, welche durch die Großloge in Frankreich organisiert wurden. Sie unterwandern zweifellos im Geheimen alle unsere altertümlichen, zivilen und ehrwürdigen Institutionen. Diese Gesellschaften sind eng verbunden mit dem gleichen Orden in Europa. Sie haben alle die gleichen Ziele vor Augen. Die Feinde aller Ordnungen versuchen uns zu ruinieren. Sollte Untreue siegen, würde dies mit Sicherheit unsere Unabhängigkeit zu Fall bringen. Unsere republikanische Regierung wäre vernichtet. Über diese neue Freimaurerei, welche von dem Illuminati-Elite-Denken infiltriert wurde, bemerkte der 6. Präsident der USA, John Quincy Adams, folgendes: Ich glaube gewissenhaft und ernsthaft, dass die Freimaurerei, wenn sie nicht die größte ist, ist sie eine der größten moralischen politischen Übel. Weil diese Illuminati-Lehre der Globalisierung und der gesellschaftlichen Reform in die Freimaurerei eingefügt wurde, haben später prominente Freimaurer ihre Vorahnungen eines neue Weltordnung, eine Weltsystem geäußert. Freimaurerei ist einer von vielen Wegen, um Leute in den Okkultismus zu bekommen. Es ist aber weitaus mehr. Es dient dazu, um sie auf eine gewisse Art zu bündeln, um Leute hervorzubringen, die auf eine eher mechanische Art im System genutzt werden können. Das ist es, was sie an gewissen Stellen der Macht einsetzen können, um viele der Rädchen zu bewegen und solche Sachen. Lasst mich aufzeigen, dass die hohen Grade der Freimaurerei und der Theosophie gleichermaßen nach einer neuen Weltordnung und einer Weltreligion streben. Ihr Dogma ist, dass für das kommende Wassermann-Zeitalter es notwendig ist, dass sich die Menschheit in einer Weltregierung und einer neuen Weltordnung vereinigt. Der ehemalige oberste Großmeister der Bruderschaft der Rosenkreuzer, oder FRC, Reuben Swinburne Clymer, schrieb in seinem Werk Ancient Mystic Oriental Masonry: Mystische Freimaurerei ist nicht nur der Schlüssel zur Religion, die allen Menschen in allen Zeitaltern vom Beginn des bewussten Lebens bis in die Gegenwart gelehrt wurde, sondern es hält die Schlüssel dieser Ordensmitglieder und ist tatsächlich der Aufbewahrungsort der Religion selbst. Sein Ziel ist die Vereinigung der Menschheit zu einer universellen Bruderschaft. Der Freimaurer und Rosenkreuzer Arthur Edward Waite erwähnte, dass die Geheimgesellschaften, in die er involviert war, politische, wissenschaftliche und religiöse Angelegenheiten kontrollieren. Waite glaubte, dass diese Gesellschaften schon immer existierten in jeder Nation und mit neuzeitlichen Gesellschaften in Verbindung sind, was meiner Meinung nach widerlegt werden kann. Nichtsdestotrotz schrieb er in seinem Buch The Real History of the Rosicrucians: Unter der breiten Strömung der Menschheitsgeschichte fließt die heimliche Unterströmung der Geheimgesellschaften, welche häufig in den Tiefen die Veränderungen bestimmen, die an der Oberfläche stattfinden. Diese Gesellschaften haben zu allen Zeiten in allen Nationen existiert und Überlieferungen haben ihnen ausnahmslos den Besitz von wichtigem Wissen zugeschrieben in der religiösen, wissenschaftlichen oder politischen Ordnung, übereinstimmend zu den unterschiedlichen Merkmalen ihrer Ambitionen. Das offizielle Freimaurermagazin des schottischen Ritus mit dem Titel The New Age Magazine gibt zu, dass es eine neue Weltordnung, neue Weltreligion und ein neues Zeitalter befürwortet. Der große Gott, unser König, hat die großartigen öffentlichen amerikanischen Schulen auserwählt, um den Weg zu ebnen für die neue Rasse, die neue Religion und die neue Zivilisation in Amerika. Jede Mutter, jeder Vater und jeder Betreuer, der verantwortlich ist für das Aufhalten von geistiger Freiheit, Willensfreiheit oder spiritueller Freiheit, ist der niederträchtigste Kriminelle auf Erden, weil sie das gottgegebene Recht des Kindes aufhalten, ein Teil von Gottes großem Plan in Amerika zu werden, für den Anbruch des neuen Zeitalters der Welt. 33. Grad Freimaurer Manly Palmer Hall verfechtet eine Weltregierung. Das neue Atlantis setzt eine ideale Regierung auf dieser Erde voraus. Es sagt den Tag voraus, an dem aus der Mitte der Menschen eine gewaltige Institution zusammengesetzt aus den philosophisch Auserwählten entstehen wird.
Beleuchtete Menschen vereinigt in einem Orden zu dem Zweck der Erforschung der Lebensgesetze und den Mysterien des Universums. Das Zeitalter der Grenzen schließt sich und wir erreichen eine großherzigere Ära, in der es keine Nationen mehr gibt. Wenn die Grenzen der Rasse und Klasse vernichtet sein werden, wenn die ganze Erde unter einer Ordnung, einer Regierung und einem administrativen Körper steht. Alice Bailey, die prominente Theosophin, erklärte: Die neue Ära kommt. Die neuen Ideale, die neue Zivilisation, die neuen Lebensweisen der Bildung, der religiösen Darstellung und der Regierung sind in der langsamen Entstehung und nichts kann sie aufhalten. N. Sri Ram, ein prominenter Theosoph und NWO-Verfechter, bemerkte: Lasst uns als erstes die Wiederherstellung der Mysterien berücksichtigen. Es ist weitestgehend bekannt unter den Mitgliedern der gemischten Freimaurerbewegung, dass ihre Werke treu bis in die Gegenwart fortgeführt wurden und die Anzahl der Logen sind stetig gewachsen. Ich nehme an, dass in so einer vielversprechenden Zeit, in der die inneren und äußeren Welten dichter zusammenrücken werden, einige der großen Führer der Hierarchie teilhaben werden an den äußeren Arbeiten der Wiederherstellung und sie werden als die Führer der neuen Weltregierung wahrgenommen werden. Nun, dies wurde von Manly P. Hall geschrieben. Manly P. Hall war beides. Ein Großmeister der Freimaurer und er war ein Großmeister bei den Illuminaten. Und er sagte, alle offenen Herzens werden Trost finden in der Überzeugung, dass Mächte hinter und über der menschlichen Verderbtheit fortfahren, um das Schicksal der Welt zu handhaben. Es wäre ein Fehler, den regierenden Teil mit den zahlreichen Sekten in Unordnung zu bringen. Dennoch gibt es keinerlei Anzeichen oder Beweise, dass sie ihre eigenen Belange wirkungsvoll handhaben können. Nun, Manly P. Hall wusste, auf wen er sich hier bezieht, denn er ist Teil dieser geheimen Körperschaft, aber natürlich spricht er wohlwollend davon. Die Zeitgeistfilme und Bewegung haben mehrere Verbindungen zu Theosophie und der Freimaurerei. Nach nur 2 Minuten des zweiten Zeitgeistfilms, Zeitgeist Addendum, wird ein Vortrag von einem Mann namens Jiddu Krishnamurti gezeigt. Jiddu verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit in Südindien. Jiddus Vater war ein Mitglied der Theosophischen Gesellschaft in Südindien. Als Jiddu noch ein Kind war, wurde er von dem Theosophen C.W. Leadbeater entdeckt. Gegen Leadbeater gab es Vorwürfe wegen unsittlichem Verhalten gegenüber jungen Knaben. Nichtsdestotrotz hatte er weiterhin eine enge Beziehung zu der Präsidentin der Theosophie, Annie Besant. Leadbeater und Besant haben Jiddu adoptiert und ihn mit nach England genommen. Sie haben ihn aufgezogen und einer Gehirnwäsche unterzogen in Bezug auf die theosophischen Esoteriklehren. Sie waren davon überzeugt, dass er der wiedergekehrte Christus war und dass er die Menschheit in das Wassermann-Zeitalter führen wird, als Weltlehrer für das neue Zeitalter. Durch seine Gehirnwäsche erklärte Jiddu jahrelang, dass er der Christus wäre und er hielt Vorträge mit Autorität über esoterische und okkulte Themen. Jedoch wurde Jiddu abgeneigt und nach vielen Jahren entschied er, nicht der Christus der Theosophie zu sein. Er war ein falscher Christus und kehrte später der Theosophie den Rücken. Er behielt Verbindungen zu Theosophen und widmete den späteren Teil seines Lebens, Vorträge zu halten über die New Age Spiritualität. Er schrieb auch viele Bücher darüber. Der Fakt, dass Zeitgeist diesen Mann in ihren Film aufnimmt, im Wissen über seine tiefen Verbindungen mit der Theosophie, sollte jeden das New Age Esoterikwesen der Zeitgeistfilme und Bewegung aufzeigen. Eine der größten Behauptungen von Zeitgeist ist, dass die Evangeliumsgeschichte von Jesus abgeleitet ist von den Geschichten vorangegangener heidnischer Götter. Sie versuchen Parallelen zu ziehen zwischen Jesus und diesen anderen Göttern, mit dem Versuch aufzuzeigen, dass die Geschichte von Jesus nur eine Nachahmungserzählung ist. Diese Behauptungen wurden alle nachträglich von Schriftgelehrten und Historikern widerlegt. Zeitgeist beruft sich auf Acharya S. für diese Geschichte. Diese Behauptungen können in ihrem Buch The Christ Conspiracy gefunden werden. Interessanterweise waren es die Gründerin der Theosophie Helena Blavatsky und die marxistische Theosophin Annie Besant, die diese Art der Argumente populär machten und in die New Age-Bewegung einfließen ließen. Der Schwerpunkt entfernt die Einzigartigkeit von Jesus Christus und dem Christentum, denn für die New Ager verlässt die Menschheit das Jesus-Zeitalter der Fische, von dem sie glauben, es sei bösartig. Laut ihnen halten viele Menschen, die noch immer an das Christentum glauben, die Welt von ihrer neuen Spiritualität ab. Nun, was wäre eine bessere Art, das Problem zu lösen, als die Person des vorangegangenen Fischezeitalters, Jesus Christus, im Ansehen zu schaden?
Sie gehen sogar so weit zu behaupten, Jesus hätte nie existiert, mit dem Ziel, Menschen vom Christentum wegzuführen. Deshalb ist die Masse jetzt in einem Boot mit der neuen aquarianischen Weltordnung. Sogar moderne New Ager in heutiger Zeit werden diese Täuschung einsetzen. New Age-Wortführer und Schüler von Alice Bailey und der Theosophie Benjamin Graham sagt: Die fünf Haupteinführungen, die jemanden zur Befreiung führen, besitzen ihre symbolische Inszenierung im Leben von Jesus. Das ist es, worum es sich in Wahrheit in der Geschichte des Evangeliums dreht. Es ist eine sehr altertümliche Geschichte und wurde der Menschheit auf verschiedene Weise immer und immer wieder präsentiert, lange vor der Zeit von Jesus. Wenn man Acharya S. Buch The Christ Conspiracy mit Helena Blavatskys Buch Isis Entschleiert Ausgabe 2 vergleicht, wird es sehr deutlich, woher Acharya den Großteil ihres Materials hat. Zur ausführlichen Widerlegung dieser Nachahmungsgeschichte schaut euch folgende Bücher, Videos und Artikel an. Die drei Dinge, die Zeitgeist von der Theosophie und Freimaurerei mit Respekt zur Theologie aufnimmt, sind: Erstens, die Geschichte von Jesus wurde von anderen Religionen kopiert. Zweitens, Jesus ist eine Symbolisierung der Sonne. Drittens, Jesus führte hinein in das Fischezeitalter. Es macht Sinn, weshalb Theosophen diese Ansichten verbreiten, denn sie wollen ein Weltsystem für das Wassermannzeitalter. Und indem sie das Christentum in Verruf bringen und Jesus mit Astrologie in Verbindung bringen, können sie abtrünnige Christen mit an Bord holen. Aber warum verbreitet Zeitgeist diese Propaganda? Interessanterweise wollte der Macher von Zeitgeist, Peter Joseph, seit der Veröffentlichung des ersten Zeitgeist-Films ein Eine-Welt-System oder utopisches Paradies auf der Erde. Und bis zum spirituellen Aspekt des Lebens, weißt du, wir sind reine Geistlichkeit. Natürlich ist da etwas außerhalb unserer Wahrnehmung. Wir sind einfach ein Teil im großen Ganzen. Ich beendete Zeitgeist mit einer sehr positiven Bemerkung. Wir sprechen über das Bewusstsein, das gesamte Bewusstsein. Denn du kannst dich selbst wissenschaftlich und sogar noch viel wichtiger spirituell in einem Kollektiv orientieren, um zu realisieren, dass wir alle ein Organismus sind. Und der Moment, in dem Leute aufhören, sich voneinander abzugrenzen und religiöse und politische Unterschiede zu erzeugen, schau mal, der Moment, an dem Leute aufhören, sich untereinander zu bekämpfen, ist der Moment, in dem das Paradies anbrechen wird. In ähnlicher Weise verteidigt Zeitgeists Hauptquelle Acharya S. das neue Zeitalter des Wassermanns, das die Elitisten, Theosophen und Freimaurer erwarten. In ihrem 99 erschienenen Buch The Christ Conspiracy schrieb sie: Jedoch ist die Zukunft jetzt, und die Manöver wurden entschleiert. Über die Rolle des Christentums im neuen Zeitalter schrieb Carpenter: Das Christentum muss hierfür offen nach vorne treten und sich seine Abstammung von dem großen Orden der Vergangenheit eingestehen, sich wieder eingliedern und die Menschheit einen Schritt nach vorne bringen auf dem Pfad der Evolution. Ansonsten muss es sein Ende finden. Es gibt keine Alternative. Trotz der Verunglimpfung der sogenannten New Age-Bewegung ist es Tatsache, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten. Das Zeitalter, bezogen auf die Erzählung des Evangeliums, ist das der Fische. Erfindungsgabe und Doppelzüngigkeit, Zwang und Gemetzel. Der Fischgott Jesus, die Inkarnation der Sonne, ist wahrhaftig mit uns gewesen. Aber nun schließt sich das Zeitalter und seine Zeit ist vorüber. Wie Hancock sagt: Wir leben heute in einem astrologischen Niemandsland, am Ende des Fischezeitalters, an der Schwelle des neuen Zeitalters des Wassermanns. Traditionellerweise ist der Übergang von einem Zeitalter zum anderen als von schlechten Vorzeichen begleitet angesehen worden. In der Tat von schlechten Vorzeichen begleitet, wie die fortschreitende Zerstörung der Erde und die endlose Kriegsführung über Ideologien werden tatsächlich das Armageddon herbeiführen, so lang erwartet und geplant von denen, die nicht im Jetzt leben können und stattdessen nach einem Leben nach dem Tod trachten. Durch die Erkenntnis der kulturellen Verbundenheit offenbart hinter der Christusverschwörung. Jedoch kann die Menschheit an einem Strang ziehen und diesen Untergang verhindern, um eine bessere Welt zu erschaffen. 75 Jahre bevor Zeitgeists Hauptquelle Acharya S. diese Annahme verfasste, schrieb die ehemalige Vorsitzende der Theosophie Annie Besant nahezu exakt dasselbe. Die Tag-Nacht-Gleiche wird das Zeichen des Wassermanns erreichen und zusammentreffen mit dem großen Einflusszyklus. Wir können wirklich hoffen, dass wir den Einfluss des vergangenen Zyklus komplett beenden können, mit seiner Tyrannei, Sklaverei, dem Krieg und der Grausamkeit. Das ist eine der großen vorübergehenden Epochen und das Karma der gesamten Menschheit und jeder einzelnen Gruppe ist dazu da, um sich selbst umzuformen von der Sklaverei, Frauenunterdrückung, Krieg und Grausamkeit und eine Zivilisation basierend auf Menschlichkeit und Interesse an spirituellen Themen zu etablieren. Die New Age-Autorin Gail Fairfield erklärt, was von dem vermeintlich aufkommenden Wassermann-Zeitalter erwartet wird. Das Zeichen des Aquarius ist das Zeichen von gebündelten Konzepten. Es konzentriert sich auf das Umsetzen seiner Ideen und verwendet sie dann zur Verbesserung der Menschheit. Es hat die Gabe,
alle erhältlichen Informationen schnell in Zusammenhang zu bringen, in ein politisches, ethisches, spirituelles, technologisches System. Aquarius erschafft eine optimale Zukunft für Individuen und für die Menschheit, wegen dem Bedürfnis von Alternativen, Möglichkeiten und Fortschritte. Vor allem ist Aquarius ein Reformierer und Visionär, der daran arbeitet, sein Utopia zu erschaffen. Ist es nicht interessant, dass direkt nach dem Zeitgeist die aquarianischen New Age-Konzepte im ersten Zeitgeist-Film gefördert hat, der zweite Film, Zeitgeist Addendum, seine Anhänger davon überzeugt, eine gleichartige, aquarianische, eine Weltsystem, neue Weltordnung anzustreben, namens Venus Project. Tatsächlich ist die Lösung, die von dem Film Zeitgeist Addendum angeboten wird, dass sich die Menschheit in dem gleichen vereint, dass die Theosophie und Freimaurerei auch möchte. Eine Welt, universelle, esoterische Bruderschaft der Menschheit, eine neue Weltordnung. Ich denke, dass das kommende neue System, von dem die Okkultisten sprechen, es ist wirklich äußerst wichtig zu verstehen, dass das, von dem sie sprechen, nicht so aussehen wird, wie wir uns vorstellen, dass dieses neue Weltordnungskontrollnetz aussehen wird. Sie glauben, dass dieses Utopia ein geistliches Utopia sein wird. Eines, das frei von Kriegen und Religion ist. Es ist leicht für viele Leute, traumtänzerische Ansichten darüber zu haben. Sie lassen es wundervoll klingen. Das ist es, was Zeitgeist Addendum ausdrücklich im zweiten Teil macht, wo sie davon sprechen, weißt du, so Dinge wie, wir werden freie Energie haben. Wir werden eure Bedürfnisse unterstützen. Es wird davon gesprochen, alle Zweifel zu beseitigen. Das ist näher... Das Venus-Projekt ist mehr, was ist es, Jacques Vallée? Jacques Fresco. Da ist mehr, in das er verwickelt ist. Okay, das ist ein utopisches Herangehen an die neue Weltordnung. Ich hörte ihn wortwörtlich in Addendum, wo er sagte, wir werden keine Gesetze haben. Alle Gesetze werden mit verschwinden. Ich dachte mir, alle Gesetze? Ich meine, niemand wird arbeiten müssen? Es klingt einfach so wundervoll. Ich meine, er spricht davon, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten werden. Nur du wirst es nicht müssen. Du kannst machen, was immer du willst. Und wenn du ein Bild malst, kannst du es jemandem schenken. Ich meine, diese utopische Welt. Aber sie wird mit einem extrem hohen Preis kommen, im Hinblick auf das Mal des Tieres. Es wird nicht das sein, als dass sie es so großartig anpreisen. Aber du hast Zeitgeist, diese utopische Herangehensweise und dann auch den Weg der aufsteigenden Meister. Einige dieser aufgestiegenen Meister sagen, es wird durch ein Projekt namens Nezara vollbracht werden. Das weißt du, dem sehr ähnlich ist, von dem Zeitgeist Addendum spricht. Es ist einfach so wie von allem etwas. Auf welche Art sie es genau aufziehen werden, ist offen, falls der Herr es sie machen lässt. Es liegt in der Hand des Herrn, es ist schwer zu sagen, in welche Richtung es gehen wird. Das Venus-Projekt sieht aus wie Francis Bacons Neues Atlantis. Dieses Konzept, das seit langer Zeit mit dem okkulten Bereich einherging. Ob sie es nun Neues Atlantis nennen, oder ob sie es als eine Art kommendes Utopia bezeichnen, oder als eine Art platonische Version des neuen Zeitalters, oder die neue Weltordnung. Eine Menge Leute, diese Begriffe werden in einem völlig anderen Zusammenhang betrachtet, als wie ich denke, viele Menschen wie wir in der Wahrheitsbewegung die neue Weltordnung betrachten. Es ist etwas komplett anderes, als das, was sie sich erhoffen, dass es eintreten wird. Und ich denke, dass wir uns in Gefahr befinden, falls wir annehmen, dass die neue Weltordnung nur ein polizeistaatliches Überwachungsnetz sein wird. Was ich glaube, dass es sein wird, aber es wird im Zusammenhang mit einer Menge von übernatürlichen Dingen stattfinden. Also, es wird so aussehen, als wäre die alte Weltordnung verschwunden, und wenn es so ist, wird es genau das sein, von dem Francis Bacon und all die anderen gesprochen haben. Diese neue Weltordnung ist geplant, so zu erscheinen wie das Venus-Projekt. Aber ich kann dir sagen, dass es das nicht ist und nicht lange der Fall sein wird. Es ist möglicherweise am Anfang richtig, aber nicht, wenn es weitergeht. Laut New Agern, Theosophen, ebenso wie Leute der Elite und Freimaurer, existiert eine Gruppe von hochentwickelten Männern und Frauen, bezeichnet als die Meister der Weisheit. Diese mächtigen Gruppen behaupten, dass Buddha, Krishna, Mohammed und Jesus alle Meister der Weisheit waren. Und dass ein Wesen namens Maitreya der Anführer dieser Wesen ist, der wiederum Untertan des wahren Führers Sanat Kumara ist. New Age Theosoph Dane Rudher gibt zu, dass der Anführer der Meister Sanat Kumara in Übereinstimmung mit Esoterikern tatsächlich Satan ist.
according to the esotericists. Satan ist ein Anagramm für Sanat Kumara, der in der esoterischen Philosophie Indiens das prometheische Wesen ist, das der Menschheit das Feuer der Selbsterkenntnis und Unabhängigkeit gegeben hat, individuelles Selbstsein. John Michael Greer schrieb in der neuen Enzyklopädie des Okkulten: Satan hat ein mögliches Aufklingen in theosophischen Überlieferungen, in denen der Herr der Welt, der spirituelle Herrscher der Erde und Vorstand der großen weißen Loge, Sanat Kumara ist. Ein Herr der Flamme, der vor 6 Millionen Jahren von der Venus in einem feurigen Streitwagen zur Erde herunterkam. Helena Blavatsky lehrte ihre Schüler tatsächlich, dass Satan Gott ist, der Messias, und dass Jehova der Böse ist. Sie verkündete: Es ist doch nur natürlich, sogar vom Standpunkt des toten Gesetzes, Satan, die Schlange aus Genesis, als den wahren Erschaffer und Wohltäter zu sehen, den Vater der spirituellen Menschheit. Er war der Bewahrer des Lichts, hell leuchtender Luzifer, der die Augen öffnete, für die Automatisierung geschaffen, von Jehova wie behauptet. Er, der als Erste flüsterte: An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr wie Elohim sein, Gut und Böse kennen, kann nur im Lichte eines Erlösers angesehen werden. Ein Widersacher Jehovas, dem darstellenden Geist, er bleibt in esoterischer Wahrheit immer noch der ewig liebende Bote, der Engel, der Seraphim und Cherubin, der beides gut wusste und noch mehr liebte und der es spirituell auf uns übertrug, anstelle von körperlicher Unsterblichkeit. Der Theosoph H. Alexander Fossel versucht, Satan zu einem Gott zu machen. Satan war damals ursprünglich ein göttliches Wesen, dazu berufen, das Licht und Leben zu den niederen Welten zu tragen. Er steht für das Geschenk des freien Willens und der Selbsterkenntnis im Geist des Menschen, eine Macht, die den Menschen einst verführte und emporhob. Mit dem freien Willen kommt die Kraft, vom Weg abzukommen. Satan ist daher des Menschen Lehrer. Sobald du bereit bist, Satan anzubeten, bekommst du eine Art Macht, zu der die Getäuschten, die denken, es kommt von ihnen selbst oder von etwas anderem, keinen Zugang haben. Die Freimaurerei ist eine Art, um die Leute zu erreichen, ohne es von vornherein sofort zu offenbaren. Einer der ehemaligen Führer der Theosophischen Gesellschaft, zur gleichen Zeit wie Blavatsky und Annie Besant, erklärte, welche Position Satan im 19. Jahrhundert hat. In seinem Buch Spiritualism, Madame Blavatsky und Theosophy schreibt Rudolf Steiner: Luzifer ist kein Wesen, das wir mit unseren jetzigen physischen Augen sehen können. Luzifer kann nur mit erweckter Scharfsichtigkeit gesehen werden. Durch Scharfsichtigkeit gesehen ist Luzifer tatsächlich ein spezielles Wesen, das während der Mondphase der Evolution zurückgelassen wurde. Ansri Ram, welcher oftmals Vorträge bei den Vereinten Nationen gab, ein bedeutender Theosoph und Schreiber für Lucifer Magazine, stellt klar: Der Widersacher oder Satan ist kein anderer als Luzifer, der Lichtträger, der helle Morgenstern. Er ist der Urheber der Erweckung der göttlichen Fähigkeiten des Verstandes beim Menschen. Er ist der König der gefallenen Engel, Geister höherer Sphären, die von der primitiven Menschheit der dritten Rasse abstammen, um sich im Menschen zu entfalten und ihn mit dem selbstbewussten Geist oder Manas auszustatten. Die Theosophie lehrt, dass Satan oder Luzifer in Wahrheit ein göttliches Wesen ist, welches die Menschheit rettet und ihr Bewusstsein bringt. Viele neuzeitliche einflussreiche New Ager, welche von der Theosophie getäuscht wurden, wiederholen die gleiche Idee. David Spengler gibt zu, dass Luzifer ein Wesen ist, das New Ager ehren, und das Licht Luzifers ist das Licht Gottes. Das wahre Licht Luzifers kann nicht durch Kummer, durch Dunkelheit, durch Ablehnung gesehen werden. Das wahre Licht dieses großen Wesens kann nur wahrgenommen werden, wenn die Augen von jemandem mit dem Licht des Christus sehen können, das Licht der inneren Sonne. Luzifer wirkt durch uns alle, um uns zur Ganzheit zu führen, und da wir uns nun in ein neues Zeitalter bewegen, welches das Zeitalter der Ganzheit des Menschen ist, wird jeder von uns zu dem Punkt gebracht, den ich Luzifer-Einweihung nenne. Der spezielle Durchgang, durch den der Einzelne gehen muss, um vollständig zu der Gegenwart seines Lichts und seiner Ganzheit zu gelangen. Luzifer kommt, um uns die letzte Gabe der Ganzheit zu bringen. Wenn wir es annehmen, dann ist er frei und wir sind frei.
Das ist die luziferische Einweihung. Es ist etwas, dem viele Leute jetzt und in Zukunft gegenüberstehen, weil es eine Einweihung in das neue Zeitalter ist. Es ist eine Einweihung, um die Vergangenheit zu verlassen und sich in das Neue zu bewegen, unsere Taten und Furcht zu vergießen, unsere Ängste, unsere Bedürfnisse, unsere Versuchungen, um ein Ganzes zu werden und Frieden zu finden, weil wir unser inneres Licht erkannt haben und das Licht, das uns umhüllt, das Licht Gottes. Also ist die luziferische Lehre tatsächlich in die New Age-Bewegung verschmolzen, durch die Theosophie. Zusammen mit dieser Lehre wird geglaubt, dass durch Satan der Mensch nun denken kann, sich entwickeln wird, die Erde und die Natur erobern und zu einem Gott wird. Der Freimaurer W.L. Wormshurst bestärkt den Fakt, dass das Ziel der Freimaurer, einen Gottmenschen zu erschaffen, ist. Der Zweck der Einweihung ist, eine Gottheit zu werden. Er schrieb, die Höhe der Loge, sogar so hoch wie der Himmel, besagt, dass die mögliche Reichweite unseres Bewusstseins, wenn wir unsere Potenziale voll entwickelt haben, unbegrenzt ist. Der Mensch, der von der Erde abstammt und sich durch die niederen Königreiche der Natur entwickelt hat, zu seinem jetzigen rationalen Zustand, muss noch seine Evolution vervollständigen, indem er ein gottgleiches Wesen wird und sein Bewusstsein vereint mit der Allwissenheit, um zu fördern, was der alleinige Zweck ist und immer war, aller Einweihungen. Danny aus Inglewood, du bist auf Sendung, schieß los. Jo, du bringst es in eine falsche Richtung, Peter J., Regisseur von Zeitgeist. Denn was du gerade sagtest, klingt genau wie Satanismus. Ich sage nicht, dass du satanisch bist. Ich glaube nicht an Satanismus. Falls du diese Worte benutzen möchtest, ist das deine Sache. Weißt du, was Satanismus ist? Atheisten. Menschen, die nicht an einen Gott glauben. Leute, die glauben, dass der Mensch Gott ist. Das ist, was Satanismus ist. Ja, das stimmt, du bist Gott. Okay, dann bist du ein Satanist. Du bist Gott. Du bist Gott. Du bist Gott. Können Sie uns etwas über Benjamin Graham, Maitreya und die aufgestiegenen Meister erzählen? Okay, nun, Benjamin Graham wurde 1922 geboren und 1959 von einem der aufgestiegenen Meister kontaktiert. Sie gehen nicht genau darauf ein, wer ihn genau genommen als erstes kontaktierte. Aber was sie taten, war ihn zu fragen, ob er teilhaben wollte an diesem Erscheinen, über das er sogar sprechen würde, und eine Art Johannes der Täufer zu sein, für den kommenden Maitreya, wie sie ihn bezeichnen. Und er willigte ein und 1975 startete er Share International, was so etwas wie das Sprachrohr ist für, wie sie ihn nennen, den Herrn Maitreya. Und 1977 sorgte Maitreya sogar ihn zufolge für sein körperliches Erscheinen, indem er aus dem Himalaya kam und angeblich einen Körper besetzte. Er kam hinaus aus der Himalaya-Hochebene. Und sie benutzten das Ganze über ihm, dass er aus dem Himalaya kommt, 1977 sogar, um zu sagen, dass es die biblischen Schriften erfüllt, die besagen, er wird auf Wolken wiederkehren. Was natürlich lächerlich ist. Aber, also Maitreya ist wahrhaftig, oder Benjamin Graham ist wahrhaftig, seitdem wie eine Art falsche Version von Johannes dem Täufer für Maitreya gewesen. Er ging umher und hielt Vorträge. Er hält Vorträge vor zahlreichen okkulten Gruppen. Er hielt Vorträge in Freimaurerhallen und solchen Sachen, Orten, an denen er sich wohlfühlt. Und er versucht schon seit langer Zeit, Maitreya anzukündigen. Sie haben viele Voraussagen getroffen, von denen weißt du, sie sagten, okay, höchstwahrscheinlich wird er in diesem Zeitabschnitt erscheinen. Die meiste Zeit lagen sie mit einem falsch. Deshalb sagen sie, er könnte jeden Moment erscheinen, aber wir wissen nicht wann. Die New Age-Religion, Leute, wird einen weltweiten Führer haben. Einen charismatisch-politisch-religiösen Führer, den sie Herr Maitreya nennen. Jedenfalls ist er es, den sie so nennen, oder als was sie ihn bezeichnen. Dieses Individuum hat sich, soweit ich weiß, bis jetzt noch nicht öffentlich gezeigt. Aber die New Ager behaupten, dass er momentan auf der Erde ist. Sie behaupten, er ist im Juli 1977 aus seinem Zufluchtsort im Himalaya-Gebirge entlang der Grenze Indiens nach Tibet hinabgestiegen, um mit der asiatischen Gemeinschaft im Osten Londons zu leben. Außerdem glauben sie, dass sein bevorstehendes Auftauchen in aller Öffentlichkeit bevorsteht. Sie behaupten ebenfalls, dass diese Person derjenige ist, den die Christen als Christus
die Juden als Messias, die Buddhisten als fünften Buddha, die Hindu als Krishna und die Moslems als Imam Mahdi bezeichnen. Mit anderen Worten, erwarten alle großen Religionen auf der Welt die Ankunft dieser einen Person. Und sie sagen, er ist bereits auf der Erde und wartet geduldig auf den Zeitpunkt, um seine Existenz den Menschen der Welt zu offenbaren. Sie sagen, dass er anscheinend die Führung all dieser Religionen übernehmen wird. Und wenn er das tut, wird er eine einheitliche Weltreligion bilden. Die New Ager haben geschrieben, dass es in der esoterischen Tradition vorher festgelegt, als dazu bestimmt oder nur verstanden von wenigen Auserwählten eines kleinen Kreises von Schülern oder Eingeweihten sei. Mit anderen Worten, Esoterik bedeutet verborgen. Sie behaupten, das Wort Christus ist nicht der Name einer Person, sondern der Name eines Amtes oder einer Funktion innerhalb der spirituellen Rangfolge der Meister. Sie behaupten, dass die Meister eine Gruppe vollendeter Menschen sind, die die menschliche Evolution aus dem Hintergrund seit Jahrhunderten leiten, und sie glauben, dieser Hermetreia ist dieser Christus. Nun, Manly P. Hall schrieb von dieser Person, indem er ihn identifizierte als den Weg, die Wahrheit und das Leben, welches kommt, um jedes Leben, alle, die ihn annehmen, zurückzukaufen.